Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession zu Let's Play Resident Evil 2, den Remake. So, Lautstärke zu anpassen. So, jo, es geht weiter. Wo sind wir denn stehen geblieben? Wir sind ja hier erst im Nestlabor und zwar mittlerweile schon auf der Ostseite. Sprich, wir haben Pflanze 43 erfolgreich besiegt. Das braucht man nicht mehr. Dem entledigen wir uns gleich mal. Weil Inventarplatz ist ganz was Nützliches in diesem Spiel. So, das behalten wir, das behalten wir. Das können wir eigentlich verstauen einmal. Wie schaut es generell aus mit dem Kraut? Mit dem Pulver meine ich. Wir könnten uns Schrotmoni machen. Da haben wir aber mittlerweile ein bisschen was. Ich lasse das mal. Ich würde eher auf Magnum oder sogar Pistolenmunition wieder mal zendieren. Dann lassen wir es mal. Gut, ja, stimmt. Wir sind noch im Südflügel, weil wir wieder zurückgehen mussten, weil leider keine Schreibmaschine war. Weiß schon wieder. So, was nehmen wir für Waffe? Guck mal, die Schrotflinte. So. Man kann ja mal kurz mal ein wenig erzählen, dass gestern das Resident Evil Showcase war und sie haben erstes richtiges Gameplay Materials mit Szenen gezeigt zum Remake von Resident Evil 4. Und das, was man hier gesehen hat, hat schon mega gut ausgesehen. Das haben wir ja schon wieder falsch, oder? Warte mal. Fängt schon mal sehr gut an. Ostbereich. Da, nee. Da müssen wir hin. Westbereich. Gut, mein Fehler. In Westbereich. Ja, und was man da gesehen hat, das hat schon mega, mega gut ausgesehen. Ja, ich weiß. Also viel mehr Survival-Horror-mäßig. Viel mehr Horror. Genau so habe ich mir das vorgestellt, wie sie das gezeigt haben, wie da der erste Ganados gekommen ist. Mein erster Gedanke war, genau das wollte ich. Das könnte echt geil werden, das Spiel. So, das haben wir schon gelesen. Jetzt sind wir aber richtig, ja. Gut, ich glaube, der erwartet uns das. Also bei Claire war da jetzt ein Fight mit Mr. X. Nee, nicht mit Mr. X, mit Birkin. Und ich schätze, er wird mit Leon es auch kommen. So, genau, da drüben geht's weiter. Da waren wir jetzt eben noch nicht. Das ist jetzt neu. So. Bin gespannt, ob wir das Spiel jetzt durchspielen, diese Aufnahmesession. Falls ja. Glaube ich, werde ich gleich mit Resident Evil 7 starten. Muss ich mal schauen, weil wie gesagt, ich will der Callisto Protocol auf jeden Fall auch spielen. Aber wenn ich jetzt mit Resident Evil 7 starte und ich weiß es gerade nicht, wie lange das dauert, ich habe es zwar schon mal durchgespielt, aber ich kann es überhaupt nicht bezuordnen, wie lange das Projekt geht. Und Resident Evil 7 abbrechen und dann die Callisto Protocol starten, das will ich eigentlich auch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Aber jetzt lesen wir uns mal eine Mail durch. Forschungstagebuch. Beobachtungen zum embryonalen Wachstum. Proband 449. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor und begannen die Beobachtungen. Das medizinische Team half, das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 wach und 10 Punkten auf der GCS zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich aber und von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Beobachtung zur Fortpflanzungsrate Proband 501. Der G-Virus wurde dem Proband 501 verabreicht. 501 mutierte zur G-Form und wurde in eine Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außer einem ein Embryo implantiert wurde.
Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während der Experimente zusammen und nahm sich das Leben. Experimente zur Resistenz gegenüber dem T-Virus, Proband 628-639. Wir verabreichen den G-Virus, Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Der Virus wurde dann Proband 639 verabreicht und zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 628 zeigte Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. Gut. Das war jetzt, glaube ich, die Bestätigung. Es gibt da durchaus einen kleinen Anteil an der Menschheit, die was gegen den T-Virus immun ist. Darunter ganz zufällig die ganzen Leute, die eben aus Teil 1 im Menschen anwesend waren. Also Jill, Chris, Barry und so weiter. Ja, aber gegen den G-Virus ist, glaube ich, keiner immun. So, hier haben wir ja mit Claire die Kette oder so gefunden. Mit dem Antivirus. Das war einfach. Okay, jetzt zurück zu Ada. Ja, aber zuerst plündern wir da noch. Shit. Achtung, unautorisierte Entfernung eines Level 4 Virus erkannt. Abriegel von der Anlage eingeleitet. Ja, ich blende doch mal gemütlich. Zerstörungssequenz startet nach Abschluss der Abriegelung. Schönes Aquarium, gefällt mir. Achtung, unautorisiert. Vielleicht hätte ich das vorher blündern sollen alles. So. So. Weil es ist so schön, dass sie die Kiste von selbst sortiert. Ich spiele gerade wieder nebenbei auch Resident Evil 1 durch. Und darum hat sie es immer da noch nicht selbst sortiert. Übrigens, ich würde mir jetzt dringend einmal ein Remake zu Resident Evil Veronica, Code Veronica wünschen. Aber so noch einmal so ein richtiges Remake zu Resident Evil 1 mit der RE Engine war, glaube ich, auch nochmal ganz nice. Aber das ist nur so nebenbei. So, was machen wir jetzt? Wir konnten viel Pistolenmunition machen und viel Magnum-Munition. Oder wir machen uns viel Schrotflinten-Munition. Ich weiß nicht. Okay, weißt du was? Es ist ja jetzt kein Spiel, wo wenn man einen einzigen Fehler macht, dass man es dann nicht mehr durchspielen kann. Genau, das wollte ich untersuchen. So. Dafür müsste ich aber jetzt... Warte mal, wo haben wir es? Da haben wir es. Die hier mitnehmen. Unsere liebe Mathilda. So. Die packen wir jetzt aber mal... Packen wir jetzt aber mal auf die 1, wo der Flammenwerfer ist, der da eigentlich überhaupt nichts verloren hat. So. Und dafür packen wir diese eine Kugel wieder hinein. So. Genau. Dann würde ich mal. Weißt du was? Dann packen wir die und die mal in die Kiste. Machen wir es mal so. So, dann haben wir die Schrot auf der 2, die keinen umtauscht. Magnum auf der 3 und auf der 4 dann den Kollegen hier. So. Ich glaube, nachdem jetzt der Bossfight kommt, ziemlich sicher. Nehme ich, glaube ich, noch zusätzlich nur gerade. Also recht viel Heilung haben wir nicht. Also wir schauen wegen was, wir werden locker auskommen. Aber es könnte mehr sein. Oh, das speichern wir mal ab. Und zwar, genau. Ah, und weil ich ja gerade gesagt habe, dass ich nebenbei... Oh, da ist ein Foto von der Birkin-Familie. Finde ich irgendwie cool. Weil ich ja gerade Resident Evil 1 nochmal durchspiele, habe ich auch Resident Evil 2 nochmal gestartet. Aber das ist eigentlich nur zum Proben gewesen, wegen den Problemen mit den Legs, was ich gehabt habe. Übrigens mal schauen, wie es jetzt läuft mit den Legs.
So, dann speichern wir hier mal ab. Wieder ein paar Treiber aktualisiert. Ein paar andere Änderungen vorgenommen, mal schauen. So, grün. Ah ja. Das passt. Das haben wir gesagt, das packen wir auf die 2, das auf die 3, 3, das auf die 4. So. So, Birkin, dann komm. Sie nannten das Ding William. Wieso? Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrellas Schuld, das alles? Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt ihr nicht davon. Oh Gott, William, was hast du getan? Dann ist das Ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie, dass... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Es ist doch nicht schuld. Das endet hier, ja, schauen wir mal. So. So, jetzt brauche ich gleich mal das erste Mal Heilung. Ja, vielleicht hätte man doch keinen Schrotflint von zu machen sollen. So. Dann mal Waffe wechseln. Wow. William, lass mich. Ah, warum macht der so viel Schaden? So. Oh, der packt irgendwas. Schon wieder Gefahr. So, das Problem ist, genau das der Käse tut, glaube ich. Ja. Gut. Boah, was machen da so viel Schaden? Okay, dass ich. Warte, ich glaube, ich nehme nur mehr Heilung mit. Dass ich am Anfang so viel Schaden bekommen habe, okay.
Das ist, weil wir schon generell ein bisschen gedamaged sind, vielleicht. So, sind wir zumindest fast ganz gesund. In Nim. Nur zusätzlich Handgranaten mit. So. Dann probieren wir es noch einmal. So, das überspringen wir jetzt. Boah, die Musik ist so geil. Jetzt ist halt ein ziemlich fies von Wille, muss man ganz ehrlich sagen. Da hinten hat er Auge, aber... So, wechseln wir mal die Waffe. Auf was Heißeres. Gut, das war jetzt... nicht so eine gute Idee. Nimmst du das bitte? Ah, shit. Ich renne mal auf die andere Seite. Okay, wir sind noch bei Warnung. Ich glaube, das war's. Ah, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich traue mich. Na, Gott sei Dank. Ich traue mich nicht ins Inventar schauen. Weil ich dann nämlich sehe, wie viel Munition wir verbraucht haben. Aber ja, hilft nichts. So, aber wir können auch einiges wieder plündern. Das brauchen wir eigentlich nicht. Gut. Dann hätten wir vielleicht öfters den den Flammenwerfer verwenden sollen. Granate, okay. Und wir wissen ja, der ist immer noch nicht tot. Das war ja bei Claire ja so. Wir waren dann bei dieser U-Bahn. Oha, da ist ja noch richtiges Buffet. Da kam er ja am Ende nochmal und haben ihn mit der Minigun dann besiegt. Und dann in der Post- oder After-Credit-Scene kam er ja nochmal, aber dann war ja das Spiel vorbei. Und ich glaube, dass dann aber jetzt mit Leon dann nochmal ein Kampf folgt. Der letzte Fight gegen Birkin. So. Und wir dürfen nicht vergessen, Mr. X lebt hier auch noch. Achtung.
Also wir können auf jeden Fall wieder die andere Waffe nehmen. Oh, Magnum. So, da bist du. Gut. Baum ist blau, ja. Nimm jetzt mal die normale Pistole. Was auch immer jetzt kommt. So, ich nehme auf. Scheiße. Sieht übel aus. Ist schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Oh. Hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt...